Die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land ist unbefriedigend. Hierbei haben wir zum einen konjunkturelle Belastungsfaktoren, zum anderen aber auch strukturelle Defizite unserer Wettbewerbsfähigkeit, die wir seit vielen Jahren kennen. Die Bundesregierung geht diese entschlossen an, von A wie Arbeitskräfte bis P wie Planungs- und Genehmigungsverfahren, die wir beschleunigen wollen. In meinem Geschäftsbereich kommen zwei wichtige Gesetzgebungsvorhaben hinzu. Zum einen das Wachstumschancengesetz, mit dem wir Forschungsförderung, Investitionen und Eigenkapitalbasis stärken, sowie das Zukunftsfinanzierungsgesetz, mit dem wir den Kapitalmarktzugang insbesondere für junge und innovative Unternehmen verbessern und mit der Mitarbeiterkapitalbeteiligung die Gewinnung von Talenten in diesem Bereich unserer Wirtschaft verbessern.